Etwas sommerlicher, zum Teil aber auch wieder kräftige Gewitter und heftiger Starkregen. So präsentiert sich das Wetter am Wochenende. Am besten weg kommt die nächsten Tage Mitteldeutschland. Ein Schönwetterstreifen sorgt hier für sommerliche Temperaturen, teils über 20 Grad. Der äußerste Norden und der Süden aber müssen sich für die kommenden Tage schon wieder auf ungemütliches Wetter mit viel Regen einstellen. Es soll zwar nicht so heftig werden wie das letzte Hochwasserwochenende, doch die Wetterkarte zeigt, vor allem dem Süden droht lokal wieder heftiger Starkregen, zum Teil auch Hagel. Auch Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometern pro Stunde sind angesagt. Auch im Juni, der Sommer in Deutschland, er lässt noch auf sich warten.